bei Instagram vor, ich glaube, gut 2 Wochen oder was, gefragt in meinen Stories, ob ich eure Bikes bewerten soll. Und da kamen dann auch schon einige Mopeds zusammen. Und ich dachte mir, ja, machst du mal so ein, ja, so ich bewerte eure Bikes Reaktionsvideo. Ich mach's aber nicht auf der herkömmlichen Art und Weise, wie irgendwie alle anderen Motovlogger das gerade machen. Ja, irgendwie, also ich mach's schon so, nur mache ich nicht zu Hause vorm PC, sondern erstmal genieße ich hier ein bisschen die Landschaft hier. Ich bin jetzt auf der anderen Rheinseite hier hinter Förde. Ist eine richtig schöne Strecke hier. Also da vorne hinten war da, wo 70 war, da konnte man auf jeden Fall gut fahren. Und hier finde ich es einfach schöne kleine Dörfer, schön anzusehen. Ich werde mir gleich ein Plätzchen suchen, wo ich mich hinpflanzen werde. Im letzten Video, ich weiß gar nicht, wann ich es hochlade, aber wo ich über die Wilma geredet habe, musste ich das Motorrad anschieben. Und das ist ja heute, das ist jetzt ja vorhin gewesen für mich, für euch natürlich nicht. Jetzt habe ich natürlich die Befürchtung, dass sie nachher nicht mal anspringt. Also, naja, egal, ich gehe das Risiko jetzt mal ein. So weit hätte ich es jetzt auch nicht mehr nach Hause. Ich wollte das schöne Wetter jetzt heute ausnutzen und da ich auch heute dafür die Zeit habe. Ich mache das Bewerten der Bikes quasi auf dem Handy. Ich kann das ja quasi aufnehmen und ich habe die ganzen Bilder ja auf Computer. Die werde ich dann gleichzeitig euch einblenden. Ich fand es irgendwie blöd, das genauso zu machen, wie alle anderen das jetzt machen. So einfach den Bildschirm anzeigen. Also wie so eine Art Stream Deck. Dass man das dann sieht und aufnimmt. Ja sicher, das wird bei mir demnächst auch vorkommen. Aber ich dachte mir jetzt, so, das Thema oder heute das Video, ich bewerte dein Bike oder ich bewerte eure Bike. Starte ich das Format ein bisschen anders, weil ich wollte das so ein bisschen Motorvlog-mäßig verbinden. Und ich fand das ganz schön. Ah, da schöne Stärkwerk. So Kohlekraftwerk, glaube ich, was aber gar nicht in Betrieb ist, schon seit Jahren nicht. Ne? Wurde, glaube ich, vom stillgelegt. Das andere da hinten bei mir in Walsum, das läuft ja noch. Auf jeden Fall. Ich suche mir jetzt ein Plätzchen und wenn die Bank frei ist, dann ist die da vorne jetzt und da pflanze ich mich dann hin. Und dann versuche ich das mal irgendwie zu drehen, so eine Art, wie ich es mir vorgestellt habe. Hier pflanze ich mich jetzt hin an diesem Türmchen hier oder was das ist. Oh, der Boden ist ein bisschen weich. Egal, ich lasse das jetzt mal so stehen. Wenn ich auf der Bank sitze, jetzt ist volles Risiko, was ich hier eingehe. Aber egal, hör mal. Man muss auch mal ein paar Risiken eingehen. Zur Not, ich habe es ja vorhin schon mal angeschoben, beziehungsweise für euch im letzten Video oder in einer der letzten Videos. Und das werde ich jetzt sicherlich auch wieder hinkriegen. Er hatte eine faire Chance. Was ist das hier eigentlich für ein Teil? Da können wir doch mal eben mal gucken. Hier war da so ein Schild. Dachreiter Haus Ahr. Keine Ahnung. Ach, das war bestimmt früher auf so ein Haus drauf. Das muss wohl die Spitze gewesen sein, ne? Das Anwesen ist schon verfallen gewesen, aber das Teil haben sie wohl irgendwie gerettet und dann einfach hier hingebaut. Okay. Ich hatte jetzt irgendwie nicht so die große Lust, mir das durchzulesen, sonst bin ich gleich komplett aus meinem Konzept raus. Och nö, eine kleine Ratte. Na komm, dann sind wir mal heute nicht so. Wir pflanzen uns trotzdem hier hin. Oh, da kann man auch schön auf meine Wilma gucken, auf meine schöne Z750. Ich werde die Jacke jetzt mal ausziehen, weil so ist es gar nicht mal so kalt. Hier scheint die Sonne schön drauf. Irgendwie irritiert mich das mit der kleinen... Die ist ja fett, die Ratte. So, dann gehe ich mal in meinen Instagram-Account. Weil dann kann ich das nämlich direkt so durchgehen. Ich suche mir als allererstes... Ich hatte ja die Instagram-Story gemacht. Und zwar, ich weiß gar nicht, ob ich sie nochmal... Ach, keine Ahnung, ich bin da jetzt nicht so fit drin in Instagram. Und ich suche mir jetzt... Ich glaube, als allererstes hat sich ein Abonnent von mir gemeldet, den ich auch schon persönlich getroffen habe. Grüße gehen raus, Moritz. Er hat gefragt, darf ich auch mit dem Fahrrad mitmachen? Hier, da oben. Ja klar, sage ich sicher. Schickt er mir sein Fahrrad. Ist jetzt natürlich ein kleiner Gag, aber warum denn nicht? Kann ich ja trotzdem mit reinnehmen. So ein cooler Broken Head Helm. Den finde ich auch optisch ganz gut. Also ich würde mir nicht kaufen. Mir gefällt der. Für mich, für meinen Style passt der nicht. Aber die sind wohl ziemlich in, die Dinger. Und haben wohl auch ihre Berechtigung. er schreibt dann noch, hat 300 PS. Also, nee, hat 3000 PS. Okay. Also sein Fahrrad hat 3000 PS. Und wenn ich jetzt nochmal da drauf gehe... Auf seinem Profil können wir mal eben sehen, fährt er mit seinen 3000 PS durch Moers und macht Wheelies in der Innenstadt.
Kann man so machen, alles klar. Okay, fangen wir mal. Das war der witzige Part. So, als nächstes nehme ich den Brab Kalan. Grüße gehen raus. Mit dir bin ich ja, oder mit ihm stehe ich ja auch relativ guten Kontakt über Instagram und wir folgen uns gegenseitig unsere YouTube-Kanäle. Ihn habe ich auch erwähnt in mein einjähriges Scopedius-Video. Vielleicht schaffe ich das ja mal dieses Jahr irgendwie nach Bremen zu fahren. Ich wollte so mal in die Richtung brettern. Wäre auf jeden Fall ganz cool, wenn wir da mal irgendwann mal in Zukunft auf die Beine stellen. Auf jeden Fall hat er mir Bilder geschickt und feiere ich ja richtig, richtig geil. Er hat eine Harley Davidson, eine Sportster, eine 1200er. Ich muss mal eben gucken. Ich meine, die war Baujahr 2000 und der hat hier komplett umgebaut. Also das wäre komplett was. Also das ist genau mein Geschmack. Der hat das richtig geil umgesetzt. Also wenn ich nach Bremen komme, dann schlage ich dich tot und nehme dein Motorrad mit. Nein, Quatsch. Aber das wäre auf jeden Fall genau das Ding, was ich gerne fahren würde. Und zwar kann man ja hier sehen, ich kann das jetzt irgendwie nicht ganz ranzoomen. Der hat auch diese geilen Oldschool-Reifen drauf, sehe ich gerade. Der hat hinten den Rahmen gekürzt. Normal ist der Rahmen hinten viel länger. Was ich jetzt direkt sehen kann, ja, Einzelsitz, also mitschwingenden Fender hinten drauf. Dann hat er die Sissi-Bar sich bauen lassen vom Bobber Club, glaube ich, heißt das. Die haben auch, glaube ich, eine Seite oder ist, glaube ich, auch ein Laden. Kann ich auch gerne verlinken. Die müssen, ja, das ist auch so ein, ja, Eigenbau. Sissi-Bar, dann schön Ape-Hänger vorne dran. Der Tank wird wohl auch höher gelegt sein, so wie die das alle machen bei den Sportstars. Und das Tacho links an die Seite finde ich auch mega sexy. Die Felgen rot gemacht, geil. Die Weißwandreifen sind super geil gemacht. Also, ist einfach nur geil gemacht, das Teil. Ich liebe dieses Teil einfach. Dann hat er da auch einen Kollegen, der richtig coole Fotos macht. Also das ganze Motorrad sieht einfach geil aus. Hat auch noch einen schönen alten BMW. Was ist das? Ist das ein E30? Ich kenne mich mit BMW nicht ganz so gut aus. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das auch ein schönes altes Teil und finde ich auch geil. Ich bin zwar mehr der Mercedes-Typ. Ja, was er auf jeden Fall selbst gemacht hat, kann ich euch auch schon mal sagen. Ich verlinke seinen Kanal unten oder alle, die ich jetzt hier nenne. Und wenn die YouTube haben oder Instagram, verlinke ich die unten in der Videobeschreibung. Und bei ihm auf jeden Fall. Ich glaube, der ist gelernter Lackierer, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Und der hat seinen Tank hier. Er hat das alles selbst lackiert und auch diese Flakes da drauf gemacht und alles drum und dran. Er macht das alles selber und das sieht, also, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, aber es sieht geil aus. Wenn ich irgendwann mal was lackiert haben will, sowas in der Art, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, dann macht er das definitiv. Ja, einfach nur sexy, der Teil. Wie die Wichse an der Hand. Also, ich mache mal eine Bewertung von 1 bis 10. Ja, das Ding kriegt für mich, Sprachen lernen, Bubble. Ja, ich weiß nicht, was man da jetzt noch besser machen könnte. Muss ich ganz ehrlich sagen, vor allem da er alles selbst gemacht hat, zumindest zu über 90%, glaube ich, hat er alles selber gemacht. Von daher, also richtig, richtig geile Arbeit, richtig auch Liebe zum Detail, allein auch die Bobber-Linienführung gut. Ein Ape-Hänger gehört eigentlich nicht auf den Bobber, aber ich bin auch so einer, der da ein Ape drauf braucht und das ist einfach viel chilligeres Fahren. Also einfach, ne, Kalan. Richtig geiles Teil. Also du kriegst von mir auf jeden Fall, ich weiß nicht, vielleicht gibt es da irgendwas, was man anders machen könnte. Würde ich vorne genauso die Reifengröße haben, wollen wir hinten. Deswegen sage ich jetzt einfach mal, weil es gibt fast immer, was man noch machen kann. Ich glaube, es gibt nie das 100% perfekte Motorrad. Von 10 Punkten, von 10 Sternen, machen wir mal Sternebewertung. 10 Sterne ist natürlich perfekt und 0 ist natürlich scheiße. Okay, 0 gibt es bei mir, glaube ich, nicht. Selbst das Fahrrad hat, ja, das Fahrrad kriegt von mir einen Stern, einfach nur, weil er mutig war und für den Spaß mir das Fahrrad geschickt hat. Du kriegst von mir auf jeden Fall 9,5 Sterne für deine richtig, richtig, richtig geile Harley, die du selber umgeschustert hast. Und für die Leute, die sich für den Umbau interessieren und für die Lackierarbeiten, schaut auf seinen Kanal vorbei. Der Dude, den kann man super gut zuhören.
der bobbert dann da mit seiner Harley durch Bremen und in der Ecke. Und da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Auch hier auf Instagram. Ich verlinke euch das alles unten. Guckt da rein. Ihr werdet nicht enttäuscht werden. Für die Leute, die auf jeden Fall auf Shopper und auf Harley stehen, da könnt ihr reingucken. So, ich suche mal eben den nächsten. Ich habe den nächsten Kandidaten gefunden. Der hatte mir auch Fotos geschickt. Und zwar, jetzt muss ich mal eben nochmal schauen, der heißt, YouTube macht er jetzt, ich weiß gar nicht, ob der YouTube hat, nein. Nur auf Instagram unterwegs. Checkt auf jeden Fall seinen Instagram-Account, JohnnyOrange91, ich verlinke es unten, wenn ich es da irgendwie, sollte ich ja irgendwie reinbekommen. Und zwar hat er auch das Modell, was ich habe, nur als Tausender, die Z1000. Und er hat die in Orange. Und seine Z1000, hier sieht man ein richtig, richtig geiles Foto, war da richtig geil gemacht. Die Lackierung ist einfach mega geil. Passt richtig, also es passt einfach. Er hat halt richtig schwarz-orange umgesetzt, was ich sehen kann. Dann hat er auch die Felgenränder, die sind schön poliert, hat halt nur den Kranz innen farbig. Der Motor ist komplett schwarz, hat da so ein orangenes Z-Cover irgendwie drauf. Und ja, wird einiges dran gemacht haben. Das kann man auf jeden Fall sehen, dass da nicht mehr so viel Original ist. Dann hat er auch hinten, ach, der Kennzeichenhalter ist geil. Da habe ich mir auch schon mal mit ihm drüber geschrieben, wo er ihn gekauft hat, weil ich habe da so einen Starren dran und ich möchte das auch haben, dass man den klappen kann. Allein schon für Fotos ist das ziemlich geil. Das ist auch auf jeden Fall ein richtig, richtig, richtig geiles Teil. Und das ist ja auch für mich die, da war ja immer mein Traummotorrad früher, die Z57 oder eben Z1000. Ich habe jetzt die damals gekauft. Ist halt ja gut, da gibt es ein paar Unterschiede, ne? Gabel ist anders und hat natürlich mehr Leistung und 4-in-2 Auspuffanlage statt 4-in-1. Ja, der geht auch richtig gut mit seiner Kamera und mit seiner Fotografie um. Also der setzt Bilder rein. Die sind richtig klasse. Also da steckt auf jeden Fall Liebe dahinter und ein bisschen, ja, also er gibt sich Mühe damit, was richtig, richtig geil rüberkommt. Nicht nur, dass er ein geiles Gefährt hat, sondern die Präsentation auf Instagram ist ziemlich geil. Ja, da hat er 140 PS am Hinterrad, ist ja schon ziemlich stark. Ja, der hat die im Laufe der Zeit zu 100% so umgebaut, wie er sie haben wollte, hat er hier mir auch geschrieben. Er hat sie seit 2016 mit 25.000. Ja, hat jetzt schon 70.000 runter. Oh, ist auch viel gefahren damit. Also, da finde ich ja geil. Der fährt so ein geiles, schönes Motorrad und die sieht immer wie mit der Zunge abgeleckt aus, aber er ist trotzdem Vielfahrer. Und das ist ja mal richtig geil. Johnny, auch, du kriegst von mir 9,5 Sterne. Ja, oder, ja doch, 9,5 Sterne sind verdient. Auf jeden Fall. Für mich hast du mit deinem Motorrad 9,5 Sterne verdient. Also bist du mit Kalan bis jetzt auf dem ersten Platz. Ja, auf jeden Fall mega, mega geile Arbeit. Kann man gar nicht anders sagen. Viel Liebe im Detail. Und immer gepflegt, das Motorrad, bei jedem Foto, ja, einfach nur geil. Genau, da hätte ich doch noch glatt einen vergessen. Ja, es gibt bestimmt auch die eine oder andere von euch, die auf Supersportler stehen, wie das Teil hier. Ich habe es jetzt mal aufgemacht. Das ist eine schöne 1000er GSXR von meinem Kollegen, der auch einen YouTube-Kanal hat und auch schon ja, ein bisschen was größer ist. Gixapad, schaut da mal vorbei. Verlinke ich auf jeden Fall unten. Ja, die hat 178 PS, ist vom Baujahr 2005. Hat eigentlich nicht viel dran gemacht. Die hat von Werk an schon Yoshimura-Auspuff oder Yoshimura-Edition. Und gibt es wohl heute auch, glaube ich, gar nicht mehr. Ne? Ist wohl auch gar nicht so oft verkauft worden. Auf jeden Fall war mir das gar nicht so geläufig. Aber der hat auch nicht viel dran gemacht. Muss man ja auch. Man muss ja nicht sein Motorrad immer umbauen. Ja, schön gelb und schwarz. Und die muss wohl auch richtig, richtig Dampf haben. Hör mal, 178 PS, 1000er. Die hat ja richtig Dampf auf dem Kessel. So, ich finde sie ja grundsätzlich schön. Sein Motor ist auf jeden Fall auch geil. Ich bin immer der Meinung, ich brauche immer so ein paar umgebaute Sachen. Ich kann nicht so original rumfahren. Von daher kriegt das Motorrad von mir, sagen wir mal, solide 6,5 Sterne. Das ist eigentlich auch schon ganz gut. Also, das ist auf jeden Fall auch eine GSX-R. Ich würde die mir auch holen. Bin ich ehrlich, ich bin eigentlich nicht so der Suzuki-Fan, aber mittlerweile so, ja, für die Rennstrecke oder so zum Ballern, so Kopf ausschalten und einfach nur los. Geiles Teil, alles klar, Gixapad, das war er. Dann haben wir jetzt eine besondere Konstellation und zwar kommen jetzt Vater und Sohn sozusagen
Beide haben Motorräder umgebaut. Ich fange mal mit dem Sohn an, würde ich jetzt sagen. Ich suche das mal eben raus. Und zwar, so, der Manuel Hagenbach, der folgt mir auf jeden Fall auf Instagram. Weiß gar nicht, ob du meine Videos schaust, aber das Video wird er auf jeden Fall schauen, weil dafür habe ich ja die Umfrage gemacht. So, bist du am Arsch. Er hat eine wunderschöne Honda Shadow. Und zwar hat er sie zusammen mit seinem Vater umgebaut. Ich blende mal das erste Foto ein, was er mir geschickt hat hier. Erinnert mich so ein bisschen an so eine Art Schweden-Shopper oder Schweden. Ja, das ist so ein Shopper-Bobber-Mix, würde ich jetzt sagen. Eine richtig, richtig langgezogene Gabel, die richtig weit nach vorne gereckt ist. Vorverlegte Fußrastenanlage. Hinten. Ja, was ist das? Ist das schon. Ist das noch ein Ducktail-Fender? Irgendwie sowas in der Art auf jeden Fall. Auf jeden Fall daran ist gar nichts mehr original, außer der Motor und ein paar Teile vom Rahmen, glaube ich. Richtig geil umgebaut und auch Liebe zum Detail. Lackierarbeit auch geil. So, eigentlich ist grün gar nicht so meine Farbe, aber so dieses, ist das schon Metallic-Lack? Ja, sieht zumindest so aus. Ja, der Tankdeckel, der ist ja auch mal mega geil. Einfach so eine fette Schraube da oben drauf irgendwie gezimmert. Man muss auch sagen, bei den beiden, ob jetzt bei Vater oder beim Sohn, die bauen die Motorräder extrem krass um. Und zwar irgendwie in Eigenregie, die machen das zu Hause selbst, die haben das richtig drauf. Und die setzen voll, also so zumindest meine Auffassungsgabe, ah, hier kann man noch sehen, Vorher-Nachher-Foto oben, so ist original unten umgebaut. Die machen halt ihre eigenen Ideen da rein, die nutzen Sachen, wo niemand anderes drauf kommen würde. Und da sehe ich auch bei diesem Foto von oben, hat er den Tacho auch an der Seite, so wie das viele bei den Harleys machen. Finde ich richtig schön, dann hast du halt oben alles clean. Das gefällt mir auch mega gut. Und einen richtig breiten Lenker, also der Motorrad, das wiegt, ist jetzt sowieso viel länger als original und es wirkt einfach viel größer. Da das alles handgemacht ist, ne, alles selber umgebaut ist, das Ding hier kriegt von mir, oh, was kriegt er denn? Ich würde sagen 9 Sterne. 9 Sterne von 10 kriegt es von mir. Hätte ein bisschen mehr bekommen, wenn da Weißwandreifen drauf wären. Aber wahrscheinlich ist das auch wieder Geschmackssache. Ich stehe voll darauf auf Weißwandreifen. Weiß gar nicht, warum das so ist, aber ich finde das irgendwie geil. Aber eine Honda Shadow. Gut, die werden so häufig umgebaut. Ne? Die haben halt wegen dem Rahmen hinten, das sieht dann gut, er hat es jetzt nicht gekürzt hinten. Die kann man halt schön zum Bobber umbauen. Dann sieht das aus, als wäre das ein Starrrahmen. Sind aber sehr beliebte Motorräder. Sind auch gar nicht original so teuer. Also da, wie man sehen kann, richtig, richtig Potenzial hinter. Manuel Hagenbach. Das war jetzt das Sohnemann-Moped. Hat von mir auf jeden Fall 9 Sterne verdient. Und allein schon, weil ihr euch da so viel mit aus... Ihr kennt jede Schraube von dem Motorrad, alles. Jedes Kabel, Ader, Zeugs, alles. Und macht da so viel Liebe und so viel Arbeit steckt ihr da rein. Einfach nur geil. Also ich wünschte, ich könnte das so machen. 9 Sterne. So. Dann kommen wir jetzt zum Senior. Das ist der Hagi. Das ist der Vater von dem Manuel. Und die machen das ja, die haben ja zusammen das gleiche Hobby, was ich richtig, richtig geil finde. Und da habe ich so viele Fotos von ihm bekommen. Und was hier das Besondere ist und für mich auch das Besondere ist, er hat das gleiche Motorrad wie das, was ich jetzt in der Garage umbaue oder auch aufbaue. Und da kann ich mir dann das ein oder andere vielleicht ein bisschen abgucken. Obwohl, ich muss dazu sagen, er hat seine VN1500, also VN15 nennen die ersten sicher noch. Du erkennst nicht mehr, dass es eine VN15 ist. Also einfach nur so geil umgebaut. Und wirklich, das war, glaube ich, auch ein Scheunenfund, irgendwie sowas in der Art. Und die stand auch mega lange und so sah die auch aus. Ich blende euch alle Bilder ein. Sie stand 14 Jahre in einer Blechgarage. Da müsst ihr euch mal reinziehen. 14 Jahre. Was das Benzin da drin dann alles gemacht hat in der Öl. Also pff, heftig, heftig, heftig. Ich zeige euch mal erst Bilder, wie sie vorher aussah. Ich habe es auch bei Facebook damals verfolgt. Zeige ich euch das Bild. Ja, so haben sie aus der Blechgarage geholt. Das ist schon heftig. Ah, den Tank, die Art von Tank kenne ich gar nicht von der vollen 15. Das muss wohl ein ganz, ganz alter sein. Ich habe das nicht, dass das bei mir so abgehackt ist, glaube ich. Oder vielleicht sieht es auch nur so aus, weil der nicht richtig sitzt. Das ist eine VN15 SE und hat Auspuff links und rechts. Nicht beide rechts, so wie ich. Da gibt es leichte Unterschiede, aber im Grunde genommen sind das die gleichen Motorräder. Und er hat sie krass umgebaut. Jetzt zeige ich euch mal nachher.
So, das ist einmal richtig, richtig geil. Ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll und wo ich da aufhören soll. Fender vorne ist ein völlig anderer, hinten ist ein völlig anderer und der hat ja alles umgebaut. Von Auspuff hat er sich einen Eigenbau gemacht, hinten so Fishtail oder wie sich das nennt, dran gemacht und ein ganz anderer Tank, der mich auch an irgendeine Harley erinnert, aber ich komme einfach nicht drauf. An irgendeiner alten Harley erinnert mich das. Hat auch zum Einzelsitz umgebaut, hinten eine schöne Sissy-Bar dran gemacht. Dann habe ich hier ein Detailfoto, ich glaube, das ist... Wenn mich nicht alles täuscht, Standgas, das, was man rauszieht, müsste dieses Bauartteil sein, müsste dieses Bauteil sein. Das ist das, was ich vorhin auch bei seinem Sohn sagte, so kleine Details. Die bauen die einfach selber und bauen einfach irgendwas, was geil aussieht. Das kannst du einfach nicht kaufen. Und die haben da so ein Auge für und solche Ideen, das ist schon krass. Guck mal hier, auch ganz andere Dämpfer hinten. Alles, die Schrauben, die sind so verzinkt, nee, verzinkt nicht, vergoldet. Ich würde es vergoldet nennen, aber wahrscheinlich haben die es anders gemacht. Da gibt es ja mehrere Verfahren, Reifen so aussehen zu lassen. Ach, Reifen sage ich schon. Die Schrauben so aussehen zu lassen. Und schaut euch mal den Tacho an. Schaut euch mal den Tacho an. Ist das ein Tacho? Ich glaube wohl, ne? Also wenn das ein Tacho ist, das ist ja krass. Wie baut man denn sowas? Wo kommt sowas her? Wo kommen solche Ideen her? Einfach nur geil gemacht. Also ihr solltet das beruflich machen, echt. Nehmen wir den Tank... Den Tacho da oben drauf und wie breit das einfach aussieht. Das lässt das Motorrad so bullig wirken. Wie so ein, ja weiß ich nicht, so ein Nachkriegsmotorradsmodell irgendwie. Aber einfach nur in geil. Also da kann ich nur von schwärmen von dem Teil. Und was wird das hier nochmal sein? Vom Tank. Ich glaube, das ist ja die Benzinzufuhr. Hier rechts geht's raus. Links ist unten drunter die Benzinpumpe. Ich glaube, das geht dann direkt da rein, wenn das so macht. So genau kann ich das jetzt gar nicht sehen. Aber guck mal, der hat da selbst eigene Kupferrohre quasi so sich zurechtgebogen, dass das schön aussieht und auch einen Funktionsnutzen hat. Also da muss man erst mal können. Ist schon geil. Und hier zum Beispiel, da ist normalerweise... oder das ist ja hier auch nur eben was selbstgebautes, der Ausgleichsbehälter für die Kühlflüssigkeit für den Motor. Und da ist hier einfach so ein, ich weiß nicht, wie man das nennen soll, so eine alte, das sieht aus wie so eine uralte kleine Ölliterflasche zum Nachkippen, nur aus, ist das Messing vielleicht sogar? Kupfer oder, ne, Kupfer wird es nicht sein, wird glaube ich Messing sein, ne? Auf so eine Idee muss man erstmal kommen. Auch die Öleinlassschraube hier rechts so vergoldet quasi oder vermessingt oder wie man das nennt. Ich kenne mich da nicht mit aus. Und dann hier auch das, was ich geil finde, dass der Motor bei diesem Motorrad nicht akkurat einfach glatt lackiert wurde und oder schwarz oder silber lackiert wurde, sondern man kann hier sehen, so das passt zum Gesamtkonzept vom Motorrad. Der Tank, der ist ja auch nur geschweißt quasi und so belassen, wie er ist. Und das passt mit dem Motorrad zusammen. Das ist zwar alles neu aufgebaut, sieht aber irgendwo verbraucht aus. So Retro-Look einfach. Und einfach geil umgesetzt. Also da passt alles. Was ist denn hier? Da wird wahrscheinlich das Kurbelgehäuse Entlüftung sein. Aber was ich geil finde, hat halt alles irgendwie mit diesen Kupferrohren gemacht. Die Auspuffanlage hinten hat er sich dann noch so ein Gitter davor gemacht. Weil ich auch richtig geil finde. Schön auch dieses hochgezogene Auspuff Design, einfach nur geil. Wirklich, einfach nur geil. Also was du da gemacht hast, einfach nur sexy. Ja, das war es. Da würden, glaube ich, auch würden darauf weiß... Jetzt muss ich mal eben überlegen. So, man kann hier sehen, der hat ja die Schriften weiß an... Oh, sorry, gehen wir nochmal zurück auf so ein Gesamtfoto. Ah, das ist jetzt schwer, ne? Oder eigentlich ist das auch einfach. Also für mich ist das Ding ja mal mega geil. Also ich würde mich darauf wahrscheinlich pudelwohl fühlen. Bis auf den Lenker. Für mich müsste dann Ape-Hänger drauf, weil ich einfach groß und stabil bin. Ist jetzt aber auch wieder nur persönlicher Geschmack und persönliche Meinung. Aber die Linienführung ist einfach nur geil. Einfach so ein geiles Teil. Also ich bin ja schon richtig im Schwärmmodus gerade. Würde da jetzt ein Ape-Hänger drauf sein, würdest du von mir auf jeden Fall 10 Sterne von 10 Sternen bekommen. Für 9,5 finde ich, ist es zu wenig. Deswegen mache ich jetzt mal so ein Zwischending. 9,75 hast du auf jeden Fall. Eigentlich hast du auch deine 10 Sterne verdient. Also du hast die 10 Sterne voll, einfach weil du das Ding selber aufgebaut hast. Ich habe die Bilder ja gesehen und ihr habt die jetzt auch gesehen. Von einem Schrottmotorrad. So wie ich meine jetzt auch abgeholt habe, die war eigentlich Schrott sozusagen. Die hat auch 10 Jahre gestanden. Und einfach sowas
bildschönes und zauberhaftes aufgebaut hast. Also du und dein Sohn, ihr macht super geile Arbeiten. Kann man gar nicht anders sagen. Jetzt haben wir noch auch einen YouTube-Kollegen, der auch noch gar nicht so lange dabei ist. Macht aber auch schon richtig klasse Videos. Also zumindest, ja, was heißt zumindest, man kann ihnen gemütlich zugucken. Irgendwie haben das so die Harley-Fahrer und Harley-Vlogger so, das ist alles so smooth. Die Harley-Vlogger, die vloggen so smooth über die Straße. Die haben halt nicht so einen Drang, wie ich mit der Biene da jetzt rumzuheizen. Und zwar hat er sich eine Street Glide geholt. Blende ich euch mal ein. Ich glaube, das ist ein, die ist auch gar nicht so alt. Das ist eine Street Glide Special aus dem Jahre 2020. Oh, ich will gar nicht wissen, was die gekostet hat. Also. Aber das wäre ein Motorrad. Ich würde sie mir auch kaufen. Die Street Glide jetzt. So, also die kommt ja nicht weg, ne? Aber wenn ich jetzt das Geld hätte dafür, ich würde mir eine Street Glide kaufen. Allein auch für weite Touren und alles. Finde ich auch mega, mega geil. Und hier noch ein zweites Foto vorne gerade mit diesem großen Windschild. Klar, das Motorrad ist jetzt weitestgehend original. Das Ding kostet, weiß ich nicht, neu. Irgendwie auch um die 25.000 Euro. Das ist einfach ein Wohnzimmersessel auf Rädern und das finde ich auch geil. Ich muss sagen, ich bin so ein Ding noch nie gefahren. Werde ich aber bald machen. Dann werde ich mal nach Thunderbike gehen und mir so ein Teil mal für eine Stunde holen. Ja, da hat mir jetzt nur die zwei Bilder. Ich glaube, es waren eigentlich drei, aber eins, das lädt er jetzt wieder nicht. Ja, warum auch immer. Was er gemacht hat, ist eine Jekyll & Hyde Auspuffanlage dran. Hat er auch Videos gemacht. Er ist ja auch YouTuber. Verlinke ich euch auch hier unten. Verlinke ich euch in der Videobeschreibung. Schaut da vorbei. Für die, die den noch nicht kennen und für die, die sich auch für Harley interessieren, guckt da auf jeden Fall vorbei. Lasst da mal ein Like da. Ich habe noch jemanden. Einen, der noch gar nicht mal so unwichtig ist. Und zwar den GT-Matze. So, der hat mir, glaube ich, direkt... Ja, jetzt muss ich mal eben schauen. Und zwar hat er, was ich natürlich sehr, sehr geil finde... Ich gehe jetzt mal nur auf ein Motorrad ein. Die hat er nämlich auch selbst aufgebaut. Wieder hergerichtet. Eine GPZ 500S von 92, glaube ich, ist die. Steht hier? Ja, ja. Und die hat er für 300 Euro. Leute, er hat die für 300 Euro gekauft und dann wieder hergerichtet und aufgebaut. Und... gut, ich habe jetzt davon keine Fotos. Ich weiß gar nicht, ob der auf... Doch, er hat auf seinem Kanal auch einige Schraubervideos darüber. Habe ich unten bei euch in die... habe ich unten bei mir in die Videobeschreibung gepackt, seinen Kanal. Schaut da rein, der hat auch schon richtig, richtig viele Videos und der macht auch viele Tourenvideos und so. Ganz gemütliche Videos auf jeden Fall. Viele Schraubervideos auch. Und da hat auch einiges über die GPZ drin. Ja, dann hat er noch eine CB 1300. Das ist die blaue hier. Und mit der fährt er auch viel rum. Ja, 1300 Kubik ist natürlich ordentlich Bums unten drunter. Ne? Kann schön unter Touri fahren. Er ist auch mehr so der Tourenfahrer, nicht so der übersportliche. Da passt das ja alles zu ihm. Ja, ich bewerte jetzt aber nur die GPZ, weil ich bin sowieso Kawasaki-Fan. Aber wir müssen mal den Ball flach halten. Ich glaube, das Video sprengt jetzt sowieso schon wieder alles, weil ich so viel gelabert habe und gelabert habe. Außer die Ratte da unten, die nicht. Naja, irgendwo muss ich ja sitzen. Die GPZ, ich finde sowieso GPZ, wer kennt nicht Top Gun? Die legendäre GPZ 900, die finde ich ja schon mal richtig geil. Ist die nicht sogar Turbo aufgeladen? Irgendwie sowas. Und allein deswegen kriegst du von mir dafür auch schon. Ja, ich würde sagen, weil du die selber aufgebaut hast, kriegst du von mir 7,5 Sterne. Weil du die auch originalgetreu aufgebaut hast und auch so ein bisschen, ja, die Historie dahinter so ein bisschen, ich sag mal, du fühlst das und einfach ein schönes Motorrad ist. Ich mag diese alten Dinger, ja. Und ja, schaut euch seine Videos an. Er hat ja einiges auch über die GPZ online. Dann blende ich euch jetzt noch die Bewertung von den einzelnen Motorrädern ein. Alle, die darauf reagiert haben und die Motorräder, die ihr jetzt gesehen habt, alle Kanäle oder wenn die halt eben keine YouTube haben, sondern nur Instagram, habe ich euch unten verlinkt. Schaut da mal vorbei. Die Leute werden sich freuen. Leute, ich bin wieder auf dem Bock. Ich mache mich jetzt so langsam dann wieder auf dem Weg nach Hause, fahre noch schön hier an der Stärk vorbei, beziehungsweise mittendurch. Eigentlich auch richtig schöne Location, oder? Wenn man sich das mal alles so anguckt hier. Ich stehe ja voll so auf Industrie. So, ich hoffe, dass euch dieses Format oder dieses Video, ich bewerte eure Bikes, gefallen hat. Und es waren ja auch echt
doch schon für meinen ersten Versuch und dafür, dass ich noch nicht so viele Abonnenten habe, doch schon das ein oder andere Bike dabei und vor allen Dingen auch ganz, ganz besondere Bikes. Bis auf das ein oder andere, was mehr oder weniger Stock ist, aber richtig geile Umbauten, gerade hier die zwei Bikes von Vater und Sohn, die ich ja mega, mega feier und welche ich auch mega geil finde, ist von Brab Kalan, die Harley. Ja, aber auch selbst so ein Originalteil vom Stroy, also die Streetlight, finde ich einfach mega geil. Aber jedes Teil ist gut weggekommen. Sogar das Fahrrad am Anfang hat einen Stern bekommen. Und wenn ihr da mehr Bock drauf habt oder wenn ihr Bock drauf habt, dass ich sowas in Zukunft nochmal machen soll, schreibt mir am besten auf Instagram und dann können wir das quasi machen. Lasst mir auf jeden Fall ein Like da, lasst mir auch ein bisschen eure Meinung zu den ganzen Motorrädern hier unten in den Kommentaren so ein bisschen hören. Seht ihr das genauso oder habt ihr vielleicht einen ganz anderen Geschmack oder... Ist ja alles so immer, liegt ja alles immer im Auge des Betrachters. Ja, ich bin da mal gespannt, was ihr da zu dem Video sagt. Und auch auf die Art und Weise, dass ich das jetzt nicht einfach vom Computer mache und so alles so, so wie das halt so üblich ist, sondern ich das jetzt wirklich in der freien Natur gemacht habe. Abonniert mich doch bitte. Ich würde mich mega freuen, wenn wir zusammen mehr wachsen können. Mir macht das hier auf jeden Fall immer mehr Spaß und ich bin auch immer mehr bei der Sache dabei. Haut rein, Leute.